Ja, hallo und herzlich willkommen wieder auf meinem Kanal, der Hobbygolfer. Mein Name ist Sven Kortmann. Einige von euch kennen mich schon, die noch nicht. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Heute habe ich ein ganz spezielles Thema mal. Wir kennen das alle. Wir stehen irgendwo so ein paar vier nach dem zweiten oder dritten Schlag, je nach Spielstärke, liegen wir irgendwo so 4, 5, 6 Meter vor dem Grün. Jetzt ist Chippen nicht gerade unsere super, super Disziplin. Und das Herz pumpt bei 160 Schlägen die Minute, weil wir wollen irgendwie diese 3, 4 Meter von dem Vorgrün oder Rough, je nachdem, wie es geschnitten ist, überbrücken, um sicher an die Fahne zu kommen, die jetzt hier in dem Fall ungefähr 10 Meter entfernt ist. Die normale Sichtweise der Dinge ist, dass man sein Pitching Wedge, sein Sand Wedge, sein 9er Eisen, 8er Eisen nimmt, je nachdem, was man da für eine Präferenz hat. Und gerade bei nicht so niedrigen Handicappern passiert es dann ganz häufig, dass die Bälle gehackt werden und dann vielleicht nur einen Meter weit vorgehen, das noch nicht mal aufs Grün schaffen oder viel zu kurz bleiben. Und dafür gibt es eine sehr verpönte Art und Weise von Schläger. Und ich habe tatsächlich mir jetzt mal zu Testzwecken den Odyssey aus dem Hause Callaway X-Act Chipper gekauft. Ich bin ein Linkshänder, das wisst ihr. Der kommt daher mit 37 Grad, der ist absolut voll turniertauglich, hat einen, ja, so eine Art Puttergriff, was im Prinzip die Arbeit der Handgelenke verunmöglicht. Und somit hat man ja so eine Art Putt-Sequenz. Und damit minimiert man natürlich die Fehlerquelle, während man mit einem normalen Eisen, das ist jetzt hier in meinem Fall das 9er Eisen, es ganz leicht dann dabei passiert, dass die Handgelenke anfangen zu arbeiten und der Ballkontakt zu früh im Boden, zu spät, es wird getoppt, gehackt und wie auch immer. Und um das im Prinzip ja zu minimieren, gibt es diesen Schläger. Das Problem ist, dieser Schläger hat so viele Vorurteile, gegen die er kämpft, das ist unfassbar. Also man hört sich, auch ich hier in meinem Club, musste mir viel Häme anhören. Oh, bist du schon 80? Was ist mit dir los? Brauchst du Viagra? Also ganz viele gut gemeinte, nett gemeinte und zynisch gemeinte, sarkastisch gemeinte Sprüche. Ich bin da immer so, mir ist das total egal. Und ich habe mir dieses Teil jetzt zugelegt und möchte mit euch jetzt einfach mal diesen Schläger ausprobieren. Und da ich auch immer ohne Handschuh patte, ich weiß nicht, wie ihr das macht, machen wir das jetzt hier mal genauso. Wir nehmen jetzt hier für diese Sequenz praktisch den Chipper und schauen jetzt mal live und in Farbe, was aus dem Rough hier passiert. Wie gesagt, ich habe das Teil auch erst gestern bekommen, also von daher ist noch keine große Übung drauf, aber wir probieren das. Das war jetzt nicht so super. Ja, aber genau das ist natürlich das, was man dann möchte, dass genau das passiert. Der hebt den halt mit seinen 37 Grad ein bisschen in die Luft. Ja, und die Bälle liegen dann, wenn man das halbwegs brauchbar macht, dann durchaus in Einpattlänge. Das ist jetzt hier so ein Pitching-Grün, das heißt, wir reden hier nicht über ein richtig vernünftig gewalztes Grün, sondern das ist hier jetzt eher so ein bisschen höher. Ja, selbst die schlechten sind dann noch halbwegs brauchbar. Ja, ihr seht, die springen hier natürlich auf diesem Grün irgendwo hin und her. Das ist jetzt hier, mir geht es jetzt hier mehr oder weniger eigentlich nur darum, ob ich es schaffe, alle wirklich zielsicher über diesen Streifen hier zu bekommen. Und das hat jetzt bis jetzt praktisch in allen Fällen und das ohne Übung und Warmmachen wirklich gut geklappt. Ja, das war jetzt natürlich das Beispiel par excellence, wie es nicht geht. Aber das fühlt sich halt dann schon gut an. Na gut, der ist sogar fast drin. Also grundsätzlich finde ich, ist das eine gute Variante, damit das zu spielen. Ich finde das gut. Ich zeige euch das auch mal. Ihr könnt das sehen, das sind dann so ja, 37 Grad halt. Es geht dann halt so ein bisschen rein. Und ja, ich glaube, wenn ich mich daran so ein bisschen gewöhnt habe, das war jetzt wirklich aus der kalten Hose für euch einfach mal ganz schnell gezeigt, wie das damit so abläuft. Ich werde berichten, ich spiele damit gleich ein Turnier. Und bin gespannt, ob mir das hilft, weil ich habe mit dem 9er Eisen gerne mal auch gehackt. Wie gesagt, diese Dinger gehabt. Und dann sind die halt nur so ein 30 cm weit gewesen. Das hatten wir jetzt gar nicht. Von daher alles gut. Ich bin gespannt. Ihr könnt mir gerne mal eure Meinung zu dieser Art von Schläger hinterlassen. Würde ich mich sehr freuen. Wie gesagt, der ist voll tourtauglich, darf gespielt werden. Hat hier diesen X-Act Chipper Griff.
Ja, und ist natürlich auch mit Stahlschaft, also im Prinzip wie ein Putter, ne? Nur eben halt mit Loft. Also, ich lasse mich überraschen, ob das für mich funktioniert. Ist einfach mal so ein Projekt und ich wollte euch daran gerne mal so jetzt hier in so einem schnellen Short-Video hier mal eben dran teilhaben lassen. Ich werde berichten, wie das damit weiterläuft. In diesem Sinne, liked mich, wenn euch das hier gefällt. Gerne lasst mir Kommentare da und natürlich abonniert, damit der Kanal die Chance hat zu wachsen und die Community größer wird und noch mehr linkshändige Golfspieler und Golfspielerinnen diesen Kanal finden können. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.